Ich tu dir nichts. Ich will dir helfen. Ich habe die Worte des Fluchs gelesen. Ich glaube, ich weiß, wie man ihn aufhebt. Herbringen und zwingen, deine Tischgäste zu sein, nicht? Ich bin jetzt dein Gast, dein freiwilliger Gast. Noch etwas für Regisling. Und jetzt bist du dran. Wir dürfen keine Löffel benutzen. Nein, es funktioniert nicht. Du hast nach einem Löffel gesucht, der dich füttert. Aber es gibt keinen. Wir müssen ohne Löffel essen. Es hat funktioniert. Nur nicht so, wie ich dachte. Mal sehen, was aus dem Wicht geworden ist. Dürfte nicht schwer zu finden sein. Immer dem Gestank nach.
ganz ruhig. Ich tu dir nichts. Essen. Essen. Ich bring dich in Sicherheit. Also habe ich sie an die Hand genommen und hergebracht. Das schien mir der einzig richtige Ort für sie zu sein. Das war richtig so, Herr. Hier wird sie sich schnell erholen. Ich freue mich sehr, dich endlich kennenzulernen, Herr, auch wenn die Umstände bedauerlich sind. Bei der ganzen Aufregung habe ich vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Barnabas Basilius Foti. Und auf Geheiß der Herzogin diene ich dir als Haushofmeister auf Corvo Bianco. Schön, dich kennenzulernen, Barnabas Basilius. Ich würde mich gerne unterhalten, habe aber dringende Dinge zu erledigen. Sorge dafür, dass ihr in meiner Abwesenheit nichts fehlt. Keine Sorge, Herr. Ich kümmere mich um alles. Hier ist sie in Sicherheit und in guten Händen. Sie kommt bald wieder auf die Beine. Das könnte etwas dauern. Sie hatte 100 Jahre lang nichts gegessen, als ich sie fand. Schrecklich. Wie kann sowas sein? Sie hat mir auf dem Weg hierher ihre Geschichte erzählt. Ihr Name ist Marlene. Einst war sie die sehr schöne und stolze Erbin des Trastamara-Anwesens. Eines Abends, als sie ein Bankett für Freunde gab, kam ein Bettler ans Tor und bat um Almosen. Er hatte eine Schüssel und einen Löffel dabei. Er saß vor ihrem Zaun und wartete. Ich habe von dem Brauch gehört. Ein uraltes Gastrecht, das jeden verpflichtet, einem Gast Speis und Trank zu geben, damit dieser nicht hungrig geht. Diesen Brauch zu verletzen, bringt großes Unglück. Marlene hatte für die alten Bräuche nichts übrig. Sie jagte den Mann fort und sagte, sie würde die Reste von ihrem Fest lieber den Hunden vorwerfen, als dem Bettler was abzugeben. Der Bettler zerbrach seinen Löffel und sprach einen Fluch aus. Sie war schön, also sagte er, dass sie nie wieder in den Spiegel zu blicken wagen würde. Da sie Feste liebte, schwor er, niemand solle je wieder mit ihr an der Tafel sitzen. Und da sie sich sogar weigerte, ihm die Brotkrumen von ihrem Tisch zu geben, schwor er, dass kein Löffel der Welt sie je wieder sättigen könne. Eine harte Strafe. Es war sicherlich nicht einfach, den Fluch zu brechen. Es ist vorbei. Nur das zählt. Wir sollten uns jetzt lieber um Marlene kümmern. Natürlich. Ich kümmere mich um sie. Das Weingut scheint eine lange Geschichte zu haben. Weißt du, wem es vor dir gehört hat? Also vor mir, meine ich? Baron Rossell, der bankrott ging und gezwungen war, das Anwesen an die Herzogin zu verkaufen. Der Baron hatte es wiederum Monsieur Boulius abgekauft, dem Scharfrichter. Eine schillernde Persönlichkeit mit kedwenischen Wurzeln. War er wirklich ein Scharfrichter? Nein, er nicht. Aber sein Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater. Ja, anscheinend war dieser ein gewöhnlicher Taschendieb gewesen, der sich den Posten des herzoglichen Scharfrichters in Beauclair sichern konnte. Er nahm seine Arbeit sehr ernst. Angeblich soll er mehr Köpfe abgeschlagen haben, als Reben in den herzoglichen Weinbergen wachsen. Er zögerte nie, kein einziges Mal. Er schlug nie ungleichmäßig zu, vermasselte nichts. Für seine mustergültigen Dienste verlieh ihm der Herzog einen Titel und dieses Anwesen. Monsieur Boulius wiederum war in jüngeren Jahren Ingenieur. Als er in den Ruhestand ging, ließ er sich hier nieder und kelterte Wein. Zu seinem Unglück verlor er zuerst seinen Geruchssinn, dann den Geschmackssinn. Außerdem konnte er keinen Alkohol trinken. Der Arzt hatte es ihm verboten. Wie schrecklich. Hat er dann aufgehört, Wein zu keltern? Nein.
Überhaupt nicht. Er produzierte sogar noch mehr. Er begann, wilde Bälle zu veranstalten, zu denen er Freunde von nah und fern einlud, damit sie seinen Wein trinken und genießen konnten. Solch ein Mann war er, Monsieur Bullius. Würde es dir was ausmachen, mir Corvo Bianco zu zeigen? Nein, überhaupt nicht. Folge mir bitte. Ich denke, wir sollten auf dem Hügel beginnen. Sieh nur, Herr, dein Gut in all seiner Pracht. Ziemlich groß. In der Tat. Und jetzt würde ich dir gerne einige interessante Einzelheiten zeigen. Folge mir. Bist du schon dein Leben lang Haushofmeister? Ja, davon gab es in meiner Familie eine ganze Reihe. Mein Vater war ein Haushofmeister, so wie mein Großvater vor ihm. Meine Großtante auch. Sie hat diese Tradition begründet. Großtante? Eine harte Frau. Angeblich wusste sie schon als Kind, was sie wollte, und hat es dann auch erreicht. Als sie nach Beauclair kam, nahm sie eine Stelle als Zimmermädchen auf einem Weingut an und arbeitete sich langsam zur Haushofmeisterin hoch. Sie hat den Rest der Familie mitgeschleift. Und? Was haben wir davon? Buckelkrumm, das war's auch schon. Die Quartiere für das Gesinde. Ich wohne im grünen Haus. Mit der Erlaubnis der Herzogin habe ich Bedienstete eingestellt, die aus der herzoglichen Schatzkammer bezahlt werden. Wie nett von ihr. Zugegeben, das ist nicht der schönste Teil des Anwesens. Aber als Herr des Weinguts sollte man wissen, wo die Bediensteten wohnen. Baron Rossell hatte angeordnet, auf diesem Teil des Weinguts die Reben zu entfernen und stattdessen Olivenhaine zu pflanzen. Sie sind wunderschön, besonders im Frühling. Sieht jetzt aber auch schon nicht schlecht aus. Dort unten erstreckt sich das Weingut. Dort bauen wir Carvanere an, eine der ältesten Sorten der Welt. Der Wein wird in Eichenfässern gelagert und bildet exquisite Noten von Brombeere, Wildkirsche, Pflaume und Zimt aus. Wundervoll. Ich sollte ihn mal probieren. Angeblich ist der Hexer aus dem Norden ein abgebrühter Schlechter. Sogar Könige hat er schon enthauptet. Ein Haufen Geschwätz. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Schöner Brunnen. Malerisch. Ja, obwohl er vor langer Zeit ausgetrocknet ist. Während seiner berüchtigten Feste ließ Herr Bullius den Brunnen mit Wein füllen. Es gibt eine Geschichte über einen Gast, der zum ersten Mal an einem Bullius-Ball teilnahm und diesen Brauch nicht kannte. Er litt an Herzschmerz und wollte sich durch einen Sprung in den Brunnen das Leben nehmen. Das Fest neigte sich seinem Ende und der Brunnen war fast leer, als der suizidale Gast sprang. Statt zu sterben, brach er sich nur die Beine. Um den Schmerz zu betäuben, trank er den Wein. Hat er sich zu Tode getrunken? Nein, keineswegs. Als er am nächsten Tag gefunden wurde, erzählte er, dass er Zeuge eines Doppelwunders gewesen sei. Wasser war zu Wein geworden und er hatte überlebt. Er zog sich in ein Kloster in den Drachenbergen zurück und predigte fortan die Lehren Majorats. Monsieur Bullius' Gemahlin Nina hatte hier einen Garten angelegt. Ein sehr schöner Ort damals. Er ist etwas vernachlässigt worden. Das stimmt. Aber seine frühere Schönheit lässt sich mit frischen Kräutern und weiteren Pflanzen schnell wiederherstellen. Madame Nina hat hier kleine, zarte Blumen und Kräuter angepflanzt,
Man könnte meinen, das Aroma liegt noch immer in der Luft. Du bist ja ein Romantiker, Barnabas Basilius. Wenn sie nur so arbeiten würden, wie sie tanzen und trinken. Dies diente als zusätzlicher Weinkeller in den Jahren mit reicher Ernte. Mit etwas Arbeit wird das ein schöner Stall für Plötze. Einem Ritter und sagt Bestie. Schon kannst du riechen, wie er sich in die Rüstung scheißt. Der Keller. Voilà. Unter Monsieur Boulius wurde hier Wein gelagert, aber Baron Roussel bewahrte hier auch Olivenöl auf. Ich war so frei und habe die Unordnung beseitigt, die... Die durch meinen Kampf mit der Bruxa entstanden ist? Vielen Dank, Barnabas Basilius. Wie man sieht, ist die Fassade, wie soll ich sagen, leicht fleckig. Aber ein gewisser südländischer Charme lässt sich trotzdem erahnen. Stimmt, aber sie könnte gewiss etwas Farbe vertragen. Und willkommen im Haus. Auf der linken Seite liegt das Hauptschlafzimmer. Rechts sind der Speisesaal und die Küche. Oben befindet sich das Gästezimmer, das gerade als Abstellraum dient. Keine schlechte Idee. Das Anwesen ist im Augenblick sehr spartanisch eingerichtet. Aber wir werden uns sicher auf ein paar Neuerungen einigen können. Zum Beispiel würden Gemälde dem Domizil sofort neues Leben einhauchen. Du hast jetzt das gesamte Anwesen gesehen. Corvo Bianco ist ein wunderschönes Gut, auch wenn der Zahn der Zeit an ihm genagt hat. Aber verzeih mir meine offenen Worte. Wenn du eine kleine Summe in die Verschönerung des Guts investieren willst, bin ich jederzeit zu Diensten. Ich werde darauf zurückkommen. Ich wende mich an dich, wenn ich was umgestalten möchte. Es könnte nicht schaden, das Gut ein wenig aufzuhübschen. Oh, keinesfalls, Herr. Die Frage ist nur, wo du mit der Verjüngungskur beginnen willst. Ich habe über die Außenwände nachgedacht. Vielleicht ein frischer Anstrich oder Ausbesserungen? Dürfte ich einen Vorschlag machen? Warum unterziehen wir nicht alles einer allgemeinen Renovierung? Früher einmal habe ich solche Arbeiten bei Admiral Rumpayis Sommerresidenz beaufsichtigt. Das Ergebnis war atemberaubend. Nicht nur die Residenz hat danach gefunkelt. Wir haben auch noch Platz zum Ausstellen der Rüstungen und Waffen des Admirals geschaffen, die dieser mit Begeisterung sammelte. Dann kümmere dich darum. Sorge dafür, dass hier alles strahlt. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Innerhalb eines Tages werden die Arbeiter hier sein, die die Residenz des Admirals aufpoliert haben. Die besten Spezialisten, die man finden kann. Sie sind äußerst fähig und sie werden bestimmt nicht lange brauchen. 2 Tage nachdem sie angefangen haben, wird dir ein renoviertes, umgestaltetes und verschönertes Anwesen zur Verfügung stehen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Dieses weitläufige Gelände. Vielleicht sollte es endlich besser genutzt werden. Oh ja, das sollte es. Meiner Meinung nach gebietet dein Beruf einen Schleifstein und einen Rüstungsschmiedetisch aufzustellen.
Das wäre doch ein guter Anfang, nicht wahr, Herr? Ich muss von Zeit zu Zeit an meiner Rüstung arbeiten. Hier ölen, da verstärken. Ich könnte einen guten Arbeitstisch gebrauchen, wo ich das alles machen kann. Admiral Rompuy hatte einst einen Spezialisten angeheuert, der die besten Rüstungsschmiedetische diesseits der Yaruga hergestellt hat. Ich werde ihn sofort kontaktieren. Gut, bestelle mir so einen Tisch. Sofort, Herr. Ich denke, es wird höchstens einen Tag dauern, bis er da ist. Brauchst du sonst noch etwas? In meinem Beruf werden Klingen ziemlich schnell stumpf. Ich könnte einen Schleifstein gebrauchen, einen hochwertigen. Natürlich. Niemand wird das als unnötige Extravaganz betrachten, würde ich sagen. Dann bestelle bitte einen. Einen Stein von hoher Qualität, der im Hof aufgestellt werden soll. Natürlich. Ich schicke sofort einen Boten in die Stadt. Ab morgen kann hier nach Herzenslust geschliffen werden. Brauchst du sonst noch etwas? Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich will heute nicht über Renovierungsarbeiten sprechen, sondern etwas anderes fragen. Ich beantworte gerne alle Fragen, Herr. Danke. Ich muss mich wieder um meine Angelegenheiten kümmern. Bis bald. Vorsicht, Leute! Mit dem möchte ich Trauben treten, bis wir ganz rot und verschwitzt sind. Es ist mir ein Vergnügen, dich wieder in den bescheidenen Wänden von Corvo Bianco begrüßen zu dürfen. Bei unserem letzten Zusammentreffen hatte ich keine Gelegenheit, meine Referenzen zu zeigen. Mit deiner Erlaubnis... Zuvor habe ich mit Auszeichnung im Anwesen der Familie Nibilly und in Nazaire bei Admiral Rompuy gedient, der, wie sicherlich bekannt ist, ein außerordentlich fordernder Edelmann ist. Mensch, Barnabas Basilius, eines solltest du wissen. Ich bin kein typischer Grundbesitzer. Ehrlich gesagt, ist das hier mein erster Besitz. Oh, in diesem Fall solltest du alles mir überlassen. Ich werde alles organisieren, mich um alles kümmern und das Haus in Ordnung halten. Ich würde sogar behaupten, dass dieses Weingut bald zu den wohlhabendsten gehört. Großartig. Ich sehe, ich bin in guten Händen. Langsam gefällt es mir hier. Vielleicht sollten wir einfach noch mehr renovieren und umgestalten. Was denkst du, Barnabas Basilius? Wie du wünschst, Herr. Wollen wir uns diesmal um das Haus oder das Gelände kümmern? Wenn ich etwas Geld investiere, könnte ich das Haus etwas funktionaler gestalten. In der Tat. Der Schwung sollte unbedingt beibehalten werden.
Da die allgemeinen Renovierungsarbeiten abgeschlossen sind, kannst du über ein neues Bett oder zusätzliche Rüstungs- und Waffenständer nachdenken. Und ein paar neue Möbel und ein neuer Anstrich würden dem Gästequartier nicht schaden. Ich denke darüber nach, ein bequemes Bett zu kaufen. Ich wollte schon immer eins haben. Ausgezeichnete Idee. Erholung ist von größter Wichtigkeit. Wenn du willst, bestelle ich bei den Schreinern ein Bett, die auch den Hof mit ihren Möbeln beliefern. Wunderbar. Bestelle mir bitte ein bequemes Bett. In meinem Alter habe ich das verdient. Wie wahr, wie wahr. Ich schicke sofort einen Boten los. Morgen um diese Zeit wird das Bett da sein. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich könnte noch einen Waffenständer gebrauchen. Ich habe einige interessante Stücke, die ich zur Schau stellen möchte. Ich kenne eine Zimmerei in der Stadt, in der sie aus gewöhnlichem Holz die schönsten Meisterwerke schaffen. Gib mir nur Bescheid. Gut. Bestelle die Ständer. Natürlich. Sofort. Es wird höchstens einen Tag dauern, bis sie hier sind, schätze ich. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Auf meinen Abenteuern. Dem stimme ich zu. Ja, aber sorge dafür, dass sie stabil gebaut. Das versteht sich von selbst, Herr. Nichts ist schlimmer, als eine wunderbare Rüstung auf einem unpassenden Ständer zu sehen. Morgen um diese Zeit werden sie bereit sein, deine Prunkstücke zur Schau zu stellen. Gibt es sonst noch etwas, das ich tun kann, Herr? Ich habe über das Gästezimmer nachgedacht. Nicht, dass ich Besuch erwarte, aber... Oh, das spielt keine Rolle. Alle Häuser, die etwas auf sich halten, sollten über ein gemütliches Gästezimmer verfügen. Was wäre, wenn jemand unangekündigt vorbeikäme? Ja, je eher wir damit anfangen, desto besser. Einen Mann der Tat erkenne ich sofort. Ich kümmere mich persönlich darum. Das Zimmer wird bestimmt in 2 Tagen fertig sein. Gibt es sonst noch... Wenn wir schon beim Renovieren... Du kennst doch Plötze, mein Pferd. Nun, wir haben schon viel zusammen erlebt. Oh, ein schöner Stall weist auf einen ehrbaren Eigentümer hin. Meine Plötze verdient nur das Beste. Ich werde sofort damit beginnen. Brauchst du sonst noch etwas? Manchmal muss ich einen Trank brauen. Du hast Glück, Herr. Der Blumengarten, den Madame Nina, die Gemahlin von Monsieur Bourdieus, einst angelegt hat, ist der ideale Ort für Kräuter. Gute Idee, Barnabas Basilius. Die Idee brauchst du sonst. Das war fürs Erste alles. Danke, Barnabas Basilius. Mein Rücken bringt mich um.